Herzlich willkommen bei meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Dr. Reinhard Pichler. Bin ich gut so, wie ich bin? Darf ich so sein, wie ich bin? 5 Gründe möchte ich Ihnen bringen, warum diese innere Ablehnung Sie total wegführt von einem gesunden Selbstbewusstsein. Warum so eine innere Ablehnung Sie in eine soziale Isolation bringt, was gar nicht notwendig wäre. Und mein Anliegen ist es in diesem Video, Sie da herauszuführen aus dieser sozialen Isoliertheit und hinein in die Selbstannahme Ihrer selbst. Wenn ich anders bin, brauche ich genug Selbstbewusstsein, um anders sein zu können. Und ich kann dann in die narzisstische Richtung abschwirren und sagen, ich bin so, wie ich bin und ich bin super, baue meine Bühne auf und spiele mein Spiel. Oder ich kann beziehungsfähig und auch nahbar sein in meinem Anderssein und meinen Selbstwert nicht verlieren, sondern auch den anderen vermitteln, warum ich anders bin. Und dadurch mögen sie mich auch. Und dadurch wäre ich nicht sozial isoliert, dadurch wäre ich nicht narzisstisch abgespaced, sondern ich bin akzeptiert, so wie ich bin. Weil ich beziehungsfähig bin. Weil ich mein Anderssein auch vermitteln kann. Weil ich auch dazu stehen kann, ohne mich zu überhöhen, kein narzisstisches Größenselbst aufzubauen, sondern ein gesundes, normales Ich zu entwickeln und auch das zu leben. Folgend möchte ich Ihnen so 5 Ansätze bringen, wo Sie besser erkennen können, komme ich deshalb in soziale Isolation, bin ich anders aus gesunden Gründen oder bin ich anders aus eben nicht so hilfreichen Gründen. Und dann können Sie sich wieder selber einordnen und wieder in ein gesundes Anderssein bringen und das wird Ihren Selbstwert stabilisieren und Sie werden sich so annehmen, wie Sie sind. Angst vor Ablehnung und vor sozialer Ausgrenzung. Sie haben eine Begabung, ja? Sie können gut Gedichte schreiben, Sie können super gut jonglieren, Sie können ein Musikinstrument großartig spielen, Sie üben zu Hause stundenlang. Ja? Aber Sie wollen es nicht vortragen, Sie wollen nicht in die Öffentlichkeit gehen, weil Sie das Gefühl haben, Sie machen es nicht perfekt oder die anderen merken alle den Fehler oder irgendjemand sagt dann, naja, besonders ist auch nicht oder so halb nur. Ja? Also das heißt, Sie trauen sich nicht, zu sich zu stehen. Wieder schwacher Selbstwert. Im engsten Familienkreis, wo sie großartig die Gedichte vortragen oder eben Klavier spielen oder was auch immer, sagen alle, wow, das ist wunderschön und bitte spiel das auch anderen vor und wir nehmen dich auf Video auf und zeigen es den anderen, sagen auch, großartig. Ja. Aber das glaubt die Person nicht. Die will nicht nach außen. Was ist es? Es ist nicht Angst vor Auftritten, kann natürlich auch sein, ja, aber es ist das Gefühl, ich bin nicht gut genug. Es passt nicht. Ich bin eigentlich nichts wert. Es ist nur, die sagen das nur, weil sie mich kennen, weil sie mich mögen. Aber die Fremden, die müssen das ja nicht sagen. Wie kann ich das überwinden? Indem ich nicht dauernd an die anderen denke, sondern bei mir bleibe. Und wenn ich jetzt das Gefühl habe, ich spiele das Stück wirklich perfekt, also besser geht's nicht mehr, dann bleibe ich bei mir und spiele das Stück nur für mich und denk nicht an die anderen, die mir jetzt zuhören. Ich mache ja eben, wie Sie merken, oft Videos, ja. Wenn ich dauernd denken würde, was Sie jetzt denken und ob das jetzt da gut ist oder nicht gut ist und ob Sie jetzt zufrieden sind oder nicht zufrieden sind und so, das merke ich dann in den Kommentaren, aber ich denke nicht dran, sondern ich vermittle das, was jetzt in mir ist und gehe davon aus, dass Sie damit was anfangen können. Damit bleibe ich bei mir und bin nicht bei Ihnen, denke aber trotzdem, was wäre für Sie fein. Beim Klavierspielen ist dasselbe. Ich spiele das Stück, wie es gehört und wie es schön ist, bin aber nicht beim Publikum, sondern bin beim Stück. So wie ich jetzt beim Thema bin und nicht bei Ihnen, die Sie jetzt gerade das Video ansehen. Zweiter Punkt, Erwartungsdruck und gesellschaftliche Konformität. Wenn ich wohl in einem Beruf bin, wo alle ziemlich einheitlich sind und ich bin bewusst anders und das finde ich auch gut, dass ich anders bin, aber die anderen kritisieren mich dann. Na, du kommst ja immer zu leger angezogen, es ist bei uns nicht üblich. Dann ist es eine Kritik, mit der ich vielleicht nicht gut umgehen kann. Wenn ich weiß, ich bin der kreative Werbetexter, dann will ich eben auch so kommen können, wie ich mag. Ja? Auch wenn da alle nur mit Sakko herumlaufen, ja, und zugeknöpft und mit Kostüm und so weiter. Ich habe das Selbstbewusstsein, weil das ist auch meine Aufgabe in diesem Unternehmen und deshalb möchte ich auch so akzeptiert werden. Wenn ich mich jetzt deshalb anpasse,
um nicht mehr dieser Kritik ausgesetzt zu sein, um nicht mehr aufzufallen und so weiter, gebe ich eigentlich was von meinen Kreativen auf. Also ich komme dann auch im Sakko und merke plötzlich, puh, ich bin gar nicht mehr so kreativ, was ist denn los? Ja, warum? Weil ich nicht mehr ich bin, weil ich mich in was hineingepresst habe, was ich gar nicht sein will. Oder weil mich die anderen hineingepresst haben und ich mich hineinpressen habe lassen. Deshalb komme ich ab morgen bitte nicht mehr im Sakko, sondern wieder so, wie ich gerne sein mag. Und wenn die anderen sagen, hey, was ist, und jetzt bist du schon wieder so angezogen, also warum, würde ich sagen, das ist mein Leben, ich will kreativ sein. Im Sakko bin ich nicht kreativ, kann ich ja erklären. Und dann, glaube ich, werden die anderen Ruhe geben, weil die schätzen mich ja genau dafür. Also, wenn ich bei mir bleiben darf, wenn ich so sein darf, wie ich bin, und wenn ich das auch vermitteln kann, dass das gut ist, dass ich so bin, auch in einem Kontext, wo alle anders sind und ich der Einzige bin, der lässig ist, wird mich der oberste Chef mit abgerissenen Jeans und schmuddeligen Leibchen voll akzeptieren und sagen, das ist unser kreativer Mann, großartig. Zum Beispiel, aber es muss auch nicht so sein. Sie können auch für sich das anpassen und sagen, es ist mir nicht wert, da ständig anders sein zu müssen. Ich entwickle für mich etwas anderes, wo ich mich wohlfühle, aber ich gehe nicht in die Uniformität rein. Das nicht. Dritter total wichtiger Punkt ist Sicherheitsbedürfnis, Risikovermeidung. Angst dahinter. Ja? Es ist mir zu heiß, eben etwas zu wagen, es ist mir zu heiß, ein Abenteuer zu begehen, es ist mir zu heiß, eine Weltreise zu machen, es ist mir zu heiß, jetzt da irgendwie etwas zu tun, wo alle anderen sagen, puh, das ist schon gefährlich. Ja, die anderen sagen, es ist schon gefährlich, aber ich merke, es tut mir total gut und ich mag das gern tun und ich mag da gern anders sein und das wird mir total viel für meine Persönlichkeit helfen, das wird mich glücklich machen, das wird mich erfüllen, ja, dann darf ich's tun. Bleiben Sie bei sich. Wenn Sie merken, mach, das wäre jetzt so schön, eine Weltreise, das wäre so schön, jetzt wirklich einen Siebener zu klettern, dann tun Sie es doch, üben Sie doch und hauen Sie sich rein. Und wenn Sie runterfallen, fallen Sie ein Stück runter. Sie sind ja eh gesichert. Und bei der Weltreise gibt es so viele Möglichkeiten, wo man dann eh auf sicheren Terrain ist. Ich muss jetzt da nicht, Dinge wagen, wo ich merke, das ist wirklich zu gefährlich, ja. Ich kann ja auch eine Weltreise planen, wo mag ich hin, so dass ich mich ausreichend sicher fühle. Dass es aber trotzdem meins ist, dass es mich trotzdem freut, das zu tun. Wagen Sie es, bleiben Sie bei sich und seien Sie anders. Ist gut so, ist total schön so. Dann kommen Sie ins Leben, dann kommen Sie in die Freude, dann kommen Sie in Ihr Glück und leben Ihren tiefen Sinn. Viertens, kulturelle Normen und Traditionen. Ja, in der heutigen Zeit kann ich noch bei Traditionen bleiben, weil es mir wichtig sind. Und jetzt kommt drauf an, wenn ich in einem Trachtenverein bin, dann lebe ich diese Traditionen weiter und bin da wieder konform. Es kann auch sein, dass ich als Einziger in Tracht gehe, weil es mir einfach gefällt. Und heutzutage kann eh jeder anziehen, was er will, ja, und wird ohnehin akzeptiert. Also, wenn ich gut ausschaue in einem Dirndl, ich finde mit einem Dirndl, sagt man in Österreich, das ist ein Trachten, Kleid für die Frau, Dirndl, weiß nicht, ob das bekannt ist überall, wunderschön, googeln Sie mal Dirndl, ne? Sind wunderschöne Kleider und ich finde, mit einem Dirndl ist man überall gut angezogen, aber man fällt natürlich auf, das ist schon möglicherweise nicht unbedingt passend, ein Dirndl kann auch völlig unpassend sein, aber wenn ein Paar in Tracht kommt, auch wenn es nicht üblich ist, sind die beiden auffallend und trotzdem top angezogen. Also, kulturelle Traditionen und Normen kann ich ganz bewusst und ganz selbstbewusst auch leben, auch wenn es nicht mehr üblich ist. Genauso geht es nicht auch umgekehrt. Wenn ich total in traditionellen Normen eingekerkert bin und da überhaupt nicht rauskomme und da mich furchtbar eingezwängt fühle, war ja 68er Generation und so weiter, ja, die sind natürlich brutal ausgebrochen und die haben gesagt, ja, wir sind jetzt ganz anders. Die Frage ist, ob es dann nicht in Wirklichkeit eine große Unsicherheit in der 68er Generation war, weil sie sich dann zusammengeschlossen haben, die ganz anderen, und dann gar nicht ganz anders waren, sondern nur rebelliert haben und was anderes getan haben, um des anders tun Willens, und dadurch aber nicht mehr in die Freiheit gekommen sind, nicht in den tieferen Sinn, sondern eher sich sogar eingeengt haben, eher sogar sich in die
in die eigene Sklaverei zum Teil begeben haben, würde ich mal sagen. Also raus aus den engen Normen, hinein in die Freiheit, wo ich spüre, das tut mir gut, aber bitte prüfen Sie, ob diese Freiheit nachhaltig ist oder ob das einfach nur eine Pseudo emanzipatorische, pubertäre Haltung ist, die mich nicht langfristig frei macht. Das wäre so mein Ansatz, ja. Kurzfristig raus und Befreiungsschlag, auch gut und schön, bin ich halt anders. Aber ob ich das dann vom Selbstwert her mag und ob ich dann wirklich so sein mag, wie ich da jetzt da kurz ausagiert habe, kann schon sein, kann aber auch nicht sein. Und wenn es nicht ist, dann empfehle ich eher, wieder zu dem zurückzugehen, was meins ist und das bewusst zu leben und damit glücklich zu sein. Fünfter Punkt ist diese mangelnde Wertschätzung von Unterschieden, von Vielfalt und Mut zur Individualität, Mut zum Anderssein, Mut zum So-Sein, wie ich gerne sein mag. Ist gut so, wie sie sind. Denken Sie an Van Gogh, ja? Der war total anders als alle anderen Maler. Ist überhaupt nicht akzeptiert und hat keine Chance gehabt. Ja, ist total verarmt gestorben. Ja, ähnlich bei Mozart. Ja, total Schwierigkeiten. Ja, war immer so ein Mittelding, genial, aber eigentlich trotzdem nicht passend. Ja, hat natürlich auch eine Geschichte, ist natürlich auch eine Traumatisierung. Aber er war in seiner Individualität total am Punkt. Ja, Van Gogh. Ja, großartig. Ja. Erst nach seinem Tod hat er gemerkt, wie der seiner Zeit voraus war, wie der großartig ausdrucksstark gemalt hat. Die Welt, die Menschen, seine Umwelt war damals noch nicht so weit. Ja. Und er hat es gewagt, trotzdem so zu sein, so individuell zu sein, so einmalig zu sein, weil er nicht anders konnte. Das war so stark in ihm. Das war so intensiv in ihm. Und heute sagt man, wow, also dieser Ausdruck, den musst mal hinkriegen, ja. Also, das ist ja Hammer. Und das ist ja, der sagt ja noch viel, viel mehr aus, als wie was auf dem Bild drauf ist. Da gibt's ja 1000 Zwischentöne, 1000 Zwischenbotschaften. Wow, ja, das muss man hinkriegen. Also, später kann man vielleicht erkennen, wie genial sie sind. Ich meine es da nicht unbedingt die Vielfalt oder die Individualität muss jetzt nicht unbedingt genial sein. Es kann auch ganz bescheiden bleiben. Sie können auch nicht jetzt da, weltberühmter Mensch werden, ist nicht unbedingt notwendig. Aber sie dürfen in ihrer Art einfach leben und dürfen sagen, ich bin so, auch wenn die Welt es nicht kapiert, auch wenn meine Umwelt es nicht kapiert. Nicht noch einmal, immer ganz wichtig, nicht narzisstisch abschwirren und sagen, ich bin der Beste, alle anderen sind Deppen oder unfähig, ja, das wäre schade. Das ist auch nicht gemeint. Sondern es geht eher darum, wow, ich bin ich und das ist gut so. Ich bin okay, Transaktionsanalyse, du bist okay und ich darf so sein, wie ich bin und ich freue mich, dass ich so sein darf, wie ich bin. Das wünsche ich Ihnen von Herzen. Lassen Sie sich nicht verwirren, sondern bleiben Sie da gut bei sich. Ich habe einen Videokurs auch gemacht, den ich am Schluss Ihnen gerne noch ans Herz legen würde. Das reife Ich, wo Sie auch wirklich Schritt für Schritt durchreifen können durch die unterschiedlichen Phasen, wenn da was nicht passt, damit sie anders sein dürfen, damit sie sein dürfen, damit sie leben können, damit sie auch Dinge, die sie vielleicht in der Kindheit nicht ausreichend leben konnten, weil ihnen das abgewöhnt worden ist, weil das nicht möglich war, weil es die Eltern nicht gesehen haben oder nicht gefördert haben oder nicht zugelassen haben oder verboten haben, unterdrückt haben, die ganze Bandbreite gibt's, dass sie das jetzt nachholen können und damit sie jetzt zufrieden ihre Individualität, ihre Identität selbstbewusst und voller Freude leben können. Unten in der Videobeschreibung ist dieser Videokurs, das reife Ich, den ich für Sie erstellt habe. Schauen Sie sich den einfach an, der wird Sie noch ein Stück weiterführen und Ihnen helfen, in die Freiheit zu kommen. Alles Gute für Sie.